Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir, vom Kanal. In dem heutigen Video gibt es ein weiteres 30 Minuten Farmen mit die Pfeiler Video. Wir werden heute ein bisschen Primal Air im Schattenmontal farmen. Ich habe ja in einem Video euch quasi hier die sehr schöne Goldfarm-Methode vorgestellt, wo man quasi in dem Bereich, also ungefähr so kann man sagen, hier lang, dann hier zu dem Altar runter. Und hier, ja, die ganzen Air-Elementare farmt. Und die werden wir heute entspannt farmen. Das ist eine neue Videoreihe hier auf YouTube, wo wir einfach 30 Minuten lang einen Goldfarm machen und dann wirklich mal am Ende gucken können, wie viel Gold wir wirklich hier gemacht haben. Ich finde es zum einen ganz cool, weil man dann wirklich auch mal realistisch sehen kann, okay, wie viel Gold macht man da eigentlich? Zum anderen möchte ich die Videoreihe auch nutzen, um einfach euch so ein bisschen abzudaten, was bei mir gerade in WoW abgeht. Da können wir einfach ein bisschen labern so. Ich erzähle einfach ein bisschen, was wir für Pläne haben, was ich schon gemacht habe. Wir haben jetzt schon eine Woche in Burning Crusade rum. War eine kranke Woche, habe sehr viel genolived tatsächlich. Also verrückt, ne? Ich bin jeden Tag irgendwie um ja, 10, 9, 10 Uhr aufgestanden so. Hab dann immer so bis um 2, 3 Uhr nachts gespielt, also wirklich eine Woche komplett durchgesuchtet. Ja, ist natürlich eure eigene Entscheidung, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es macht halt mega Bock, ne? Man wartet 100 Jahre auf das Spiel irgendwie, da will man irgendwie auch reinsuchten. Auf der anderen Seite frage ich mich dann auch manchmal immer selber, warum man dann so übertreibt am Anfang. Schwieriges Thema. Von daher werden wahrscheinlich von euch viele noch am Leveln sein und viele werden sich vielleicht auch noch gar nicht so mit diesen ganzen Goldfarm und Ruhfarm-Geschichten beschäftigen. Ist auch vollkommen okay und finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Eigentlich spielt ihr das Spiel alle richtig und wir übertreiben maßlos. Also das nur vorweg an der Stelle. Trotzdem finde ich einfach Goldfarm-Videos eine coole Geschichte. Interessiere ich mich selber für. Ich farme auch tatsächlich relativ gerne in WoW. Und genau, deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht einfach eine coole Geschichte. Ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich mache mal hier den Timer an und wir machen einfach mal hier so eine Runde. Und ja, ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen was zu dem Goldfarm hier an sich. Man farmt quasi hier diese Air-Elementare. Die haben eine Chance, quasi ein Mode of Air zu droppen. Oh, jetzt, Moment. Ich hatte hier noch ein paar Sachen im Inventar, die muss ich gerade mal löschen. Damit wir am Ende auch schauen können, wie viel wir hier wirklich gemacht haben. Also, bis hier. Hier fangen quasi dann die neuen Sachen an, die wir heute farmen werden. Mit diesem Mode of Air kann man dann ein Primal Air herstellen. Und die Primal Air Dinger sind einfach, genauso wie Primal Fire, Primal Mana, Primal Earth und so weiter, sehr wichtig, um einfach wichtige Gegenstände, Verzauberungen und ganz viele Sachen in Burning Crusade herzustellen. Und es macht theoretisch gesehen Sinn, die so ein bisschen, ich sag mal, pre-zyklisch zu farmen. Also man sollte quasi immer das Primal farmen, was quasi in den nächsten 2-3 Monaten am wertvollsten wird und nicht das, was momentan am wertvollsten ist. Das ist zumindest so meine Herangehensweise. Das muss man nicht so machen. Man kann auch einfach im Aha gucken, ey, welches Primal ist gerade teuer. Das würde ich euch auch generell empfehlen. Checkt das auf jeden Fall auf eurem Server mal ab. Guckt einfach, ey, okay, Primal Fire gerade bei 80 Gold, keine Ahnung, dann solltet ihr das vielleicht farmen, wenn ihr es direkt verkaufen wollt. Wenn ihr das sowieso dann noch ein bisschen auf der Bank haben wollt und erst in ein paar Wochen verkaufen wollt, weil ihr einfach ja einen freien Farmspot haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, wie ich das hier gerade mache. Deswegen würde ich euch gerade empfehlen, Primal Air zu farmen. Ist gerade noch nicht so mega teuer. Ich glaube hier auf Patchwork momentan so um die 40 Gold, glaube ich. Und Primal Fire ist halt schon so auf 70 Gold. Und ich vermute, dass es sich so in einem Monat genau umkehren wird. Dann wird man Primal Fire ja nicht mehr so benötigen.
Da haben schon die meisten Leute ihren Schmiedekolben hergestellt. Und dann will jeder einfach nur noch sein Gear enchanten. Und. Und da braucht man dann eben sehr viel Primal Air. Genau. Es gibt noch ein paar andere Locations, wo man Primal Air farmen kann. Wir fangen hier quasi heute mal so mit dem, ja, ich würde sagen, bekanntesten Spot an. Hier unten in Shadow Moon, rund um den Altar der Schatten, nennt man das, glaube ich, hier, oder? Und gucken einfach mal, was wir hier von Droplack haben. Also, ich werde euch immer mal wieder hier so zeigen, was wir quasi hier im Inventar haben. Ja, zu meiner Skillung, oder ich kann ja auch generell mal so ein bisschen was berichten, was ich hier schon so erlebt habe mit meinem Schurken, was ich schon so für Gear mir geholt habe. Müsste ich überlegen, ich habe am Mittwochabend mit dem Release von Burning Crusade, habe ich Food dabei? Oh, ein Glück. quasi angefangen, Mittwochnacht. Wir haben dann so 3 Stunden gemacht. Dann sind wir pennen gegangen und am nächsten Tag habe ich dann auch direkt wieder den kompletten Tag durchgezogen, Leute. Also ich habe richtig durchgegrindet, jeden Tag durchgesuchtet und habe eigentlich echt relativ gutes Momentchen Gear mit dem Schurken. Ich habe mir hier schon das PvP-Teil gekauft, die Hände. Ich habe mir den PvP-Gürtel schon gekauft. Ich habe diverse blaue Items. Ich habe zum Beispiel hier die besten Slot PvP-Schuhe schon für Season 1 oder Pre-Season 1 für die Arena. Ich habe hier den Ring aus Terrokar. Ich habe den Ring aus Zetekallen. Auch ein sehr guter PvP-Ring. Neue Trinket habe ich noch nicht. Sehr gute Offhand habe ich schon. Das ist auch sehr wichtig. Gute Mainhand habe ich leider noch nicht. Da werde ich mir aber den Schmiedekolben bald herstellen. Und noch einige andere, ja, doch ganz gute blaue Gegenstände. Nur kurz für euch jetzt Info, dass ich hier quasi, kann man schon sagen, für den aktuellen Punkt im Spiel bin ich schon relativ gut equipped eigentlich. aber natürlich trotzdem bin ich einfach nur full blue. Das heißt, ihr könnt den Farm hier locker flockig mit blauem Gear machen. Ihr braucht ja nicht irgendwie epische Sachen. Oder sowas. Also das ist wirklich für jede Klasse gut machbar. Ich bin außerdem gerade PvP geskillt mit dem Schurken. Damit farme ich immer am liebsten, weil dann kann man nebenbei noch Leute umklatschen, die einem auf die Eier gehen. Übrigens auch an der Stelle nochmal ein anderer Hinweis. Ich habe hier gerade mit Absicht die Ingame-Mucke mehr angemacht. Sagt mir gerne vielleicht mal nach dem Video, ob ich die so ein bisschen lauter machen soll noch oder leiser oder keine Ahnung, ob man die Kampfanimationen zu sehr hört. Soll quasi auch so ein bisschen ASMR und WoW-Feeling einfach hier für euch sein. Ihr vielleicht das Video auch nebenbei laufen lassen könnt und einfach so ein bisschen euch in diese grandiose Atmosphäre von WoW hinein versinken könnt. So, jetzt haben wir tatsächlich schon etliche Elementare gekillt und noch kein einziges Mode of Air bekommen. Auch nicht schlecht. Ja, soll auch vorkommen. Also manchmal ist es auch einfach ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass wir hier nicht zu viel Pech haben und ein einigermaßen repräsentatives Video noch am Ende haben. Ah, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Shadow, der denkt, dass er den Spot für sich contesten kann. Und er wird gleich sehen, dass er damit grandios auf die Schnauze fallen wird. Aber dafür müssen wir erstmal ganz kurz uns ein bisschen vorbereiten. Und etwas mit Vorbereitung in diesen PvP-Kampf hineinschreiten. Ja, kann natürlich auch immer mal wieder passieren, dass ihr in eurem Farm hier von minderwertigen Horde-Spielern angegriffen werdet.
Das kommt vor. Haben wir hier noch die zweite ekelhafte Kreatur. Das kann man leider nicht vermeiden. Grüße geht raus an alle Hordenspieler an der Stelle. Also generell muss man sagen, ich bin auch einfach momentan wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin so, mir macht das Spiel so Bock gerade, das könnt ihr euch aber nicht vorstellen. Patchwork oder auch generell wahrscheinlich alle Server sind so übertrieben, belebt einfach. Es ist überall irgendwie Action und überall geht PvP, die Leute sind am Start. Das war Nacho-Fill gerade, ne? Das sehen wir hier mal, wir machen jetzt zum Beispiel einfach mal Wundgift auf die Mainhand und Crippling auf die Offhand. Wir könnten auch eigentlich tatsächlich Mindnump auf die Mainhand machen. Wir machen mal Mindnump auf die Mainhand. Das ist für ihn noch ein wenig ekelhafter. Und jetzt, ja, zeige ich euch gerade mal, wie man einen Shadow aus dem Spiel beseitigt. Oh, wir machen also das hier. Dann machen wir das hier. Oh, jetzt hat er gerade hier in den Cloak reingefährt. Das ist etwas unvorteilhaft natürlich. Ich hoffe, dass sich der Schurke nicht an dem Kampf hier beteiligen wird. Tatsächlich. Wollte hier gerade healen. Und damit haben wir dann diesen Kampf beendet an der Stelle. Und können uns wieder dem Farm widmen. So. Ja, das ist halt immer so das Ding, weswegen ich auch unter anderem empfehle, im PvP-Spec zu farmen. Natürlich gerade in der aktuellen Situation, wo wir sehr viele Spieler haben, die farmen wollen, die Gold brauchen, die sich in der offenen Welt bewegen, da kann es manchmal das größte Problem an dem Spot sein, dass ihr quasi Horde bekämpfen müsst und euch gar nicht so wirklich auf den Farmen konzentrieren könnt. Das kann vorkommen, ja, das kann man leider nicht vermeiden. Und da ist es immer von Vorteil, wenn man natürlich PvP geskillt ist und einigermaßen seine Klasse beherrscht. So wie ich den Schurken in dem Fall, damit man hier natürlich auch dementsprechend unerwünschte Spieler einfach entfernen kann. Ja, wir sind 10 Minuten am Farmen, Leute. Haben immer noch keinen Mode of Air. An der Stelle stellt sich sicherlich die Frage, ob man dieses Video überhaupt auf YouTube hochladen sollte. Und das dann auch noch als Goldfarm-Video bezeichnen sollte. Da kommen natürlich dann schon die ersten Zweifel auf, eindeutig. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal munterflockig weiter und hoffen einfach, dass sich das vielleicht hier noch in eine positivere Richtung entwickeln wird. Ja. Vielleicht noch so ein, zwei Dinge zu meiner bisherigen Reise in WoW, The Burning Crusade. Vielleicht merkt man es ein bisschen, ich bin unglaublich gehypt. Mir macht dieses Spiel halt einfach irgendwie 10-mal mehr Bock als Classic, da bin ich ganz ehrlich. Wir gehen mal am besten hier oben. Hier sind auch noch einige Elementare, die kennen aber viele nicht. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Ich bin seit dem Launch echt unglaublich gehypt irgendwie. Ich meine, es war natürlich klar, man hat generell auf Twitch, auf YouTube, egal wo, ich sag mal, einen geringeren Hype als bei Classic erlebt. Das hatte ich aber schon vermutet. Weil natürlich die Einführung von WoW Classic und dieser gigantische Schritt von Blizzard, sich dafür zu entscheiden, wir bringen den Spielern tatsächlich eine ältere Version von WoW nochmal. Das war einfach mit der ersten Version so eine einzigartige Geschichte. Das kann man nicht nochmal wiederholen. Das ist eine einzigartige Geschichte. Ne? Das war mir schon irgendwie klar, dass so dieser Overall-Hype, den wird man nicht toppen können. Trotzdem glaube ich, und ich glaube auch, dass in der Community zu spüren, ist so der Hype
bei den einzelnen Spielern irgendwie höher. Also der mediale Hype ist sicherlich nicht so hoch, aber so der Hype und der Spielspaß irgendwie und was man im Spiel machen kann, ist viel, viel besser als in Classic, finde ich. Für mich ist Burning Crusade einfach eine richtig gute Ergänzung zu Classic, ohne das Spiel schon so übertrieben irgendwie auf so eine kitschige Art und Weise irgendwie zu verändern. Also ich finde, Burning Crusade hat noch so einen sehr guten Mittelweg. Es hat noch so dieses legendäre MMO-Feeling von Classic irgendwie. Hat aber schon wichtige Elemente ins Spiel reingebracht. Und ne, Sachen wie die Arena irgendwie, dass man einfach auch PvP machen kann, ohne irgendwie Rang 14 zu grinden und sein Leben zu opfern. Einfach mit einem Kollegen ein paar Spiele jede Woche machen kann und fertig, ja. Das ist doch schön, mein Gott. Andere Dinge wie 25-Mann-Raid zum Beispiel, dass man einfach nur 25 Leute braucht, macht es einfach für die Gilden deutlich einfacher, finde ich, einen Kader aufzustellen. Und ja, ist einfach so alles meine Meinung. Deswegen bin ich so seit dem Release von Burning Crusade einfach mega im Hype und ich freue mich einfach jeden Tag, wenn ich mich einloggen kann. Und ja, mich einfach quasi jetzt auch auf die Arena-Season vorbereiten kann. So, jetzt fliegen wir mal wieder nach oben hier. Ich glaube, hier sind keine mehr. Ja, also irgendwie, weiß nicht, Burning Crusade hat so mehr so täglich wiederholbare Inhalte, die das Spiel greifbarer machen, finde ich. Classic ist so sehr langatmig, langwierig, umfangreich, aufwendig, unfassbar aufwendig eigentlich. Oh, Leute. Wir haben tatsächlich nach 15 Minuten Farmen 3 Mode of Air. Es ist unglaublich. Wir gucken mal, wir gucken mal. Und das, glaube ich, werden viele Spieler auch merken. Gerade so viele Casual-Spieler oder Leute, die halt nicht eben nur tryharden wollen oder können, werden, glaube ich, einfach in Burning Crusade deutlich mehr Freude finden. Ja, zu meinem persönlichen Weg in der letzten Woche. Wir haben mit Dungeon Grind hochgelevelt. Also so zu 90% würde ich sagen. Mit Dungeon Grind. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt in der Gilde vorher mit ein paar Leuten halt gesagt, yo, lass doch einfach ein paar Dungeons farmen irgendwie und lass ein bisschen absprechen, dass wir jeden Tag von dann bis dann Dungeons farmen. Das hat relativ gut geklappt, kann man sagen. Also eigentlich schon deutlich besser als bei unserem Classic Dungeon Grind, der dann damals leider so mit Level 34 vorbei war. Es lag aber jetzt nicht unbedingt an der Gruppe, das lag auch. Oh, wir haben eine komplette Essence of Air gerade gelootet. Die können ja auch noch droppen. Die waren ja in Vanilla sehr teuer. Beziehungsweise gibt es ja gar keine einzelnen Teile von. Aber auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, die ist auch noch ein bisschen was wert. Sondern bei Classic lag das daran, dass es dann nicht mehr geklappt hat, weil wir dann von Lucifer wegtransferiert sind, weil es einfach nicht mehr ging wegen der Warteschlange. Ja. Aber unser Dungeon Grind war echt erfolgreich. Wir haben quasi auf der Höllenfeuerhalbinsel angefangen, direkt mit Blutkessel waren wir, glaube ich, sehr oft drin am Anfang. Bis wir dort quasi wohlwollend waren, dann sind wir Slave Pens gegangen. Da waren wir auch sehr lange drin. In den Zangermarschen. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch immer so ist, aber bei uns war es dann halt irgendwie auch so, dass es dann so ein paar, würde ich sagen. Also es ist halt immer schwierig, 5 Leute gerade in so einer Launch Week zu koordinieren. Dass man immer gleichzeitig online kommt, dass man gleichzeitig den Progress hat, ne? Dadurch, also im Idealfall müssen halt alle immer gleichzeitig pennen gehen, gleichzeitig aufstehen und so weiter. Und man darf dann nicht weitermachen, wenn die anderen irgendwie nicht können oder was dazwischen kommt. Und es kommt immer was dazwischen im Leben, ja? Dann muss der eine irgendwie doch mal irgendwie kurz zur Arbeit oder zum Arzt oder keine Ahnung, einfach, man ist ja irgendwie auch kein Roboter. Das ist aber auch eh immer wichtig, dass man dann auch
Rücksicht nimmt auf andere und schaut, okay, wie kann man jetzt trotzdem hier noch so sein Ziel halt erreichen, dass man eben mit Dungeon Grind gemeinsam relativ schnell Level 70 erreicht. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Wir haben uns da dann halt geschaut, okay, der eine hat dann vielleicht an einem Tag ein bisschen länger gespielt und dann haben wir dafür am nächsten Tag ein bisschen früher angefangen. Und so waren wir eigentlich mehr oder weniger mit unseren fünf, sechs Leuten, mit denen wir so das Dungeon Grind gemacht haben. Oh, jetzt haben wir hier schon 7. Mode of Air, wunderschön. Waren wir relativ dann doch einheitlich auf dem Max-Level am Ende. Also das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben dann, nachdem wir Slave Pins waren, wo waren wir denn dann? Warte mal. Ach genau, dann waren wir Mana Gruft in Teruka. Dann auch in Nightcrypta noch ein bisschen. Dann Setekallen und... Oh, ich kann überlegen. Dann war es das eigentlich. Dann haben wir eigentlich... Dann habe ich Nagrand durchgequestet. Und Netherstorm. Und dann war ich 70, ja. Ach nee, und Black Morris haben wir auch noch. Also HDZ 1 und 2 haben wir auch noch ein bisschen geballert. Mhm. Genau, und zwischendurch haben wir dann halt eben schon die Karapria angefangen. Ne? Mit 66 bin ich einmal zu den Höhlen der Zeit, damit ich da dieses diese Escort einmal gemacht habe. Weil man da auch so die Befürchtung hatte, dass man das vielleicht nicht machen kann, weil da irgendwelche Leute dann einen abfacken oder wieder ganken. Das war aber eigentlich ja jetzt nicht so der Fall. Und dann haben wir halt mit 68 die Karapri angefangen und waren ja dann letztendlich, also gestern Abend war ich tatsächlich dann schon in Kara drin. Wir haben, also ich habe die Karapri halt wirklich eine halbe Stunde, bevor wir in Kara reingegangen sind, habe ich die Karapri beendet gestern. Also das war wirklich extrem anstrengend und ja, schon so ein bisschen tryhard-mäßig und übertrieben. Aber es hat schon Bock gemacht irgendwie auch und ich hätte gerne mehr davon gestreamt auch, aber es ging einfach nicht, weil ich wirklich so kaputt war und so zerstört bin ich immer gerade noch ein wenig, weswegen ich mich dann dafür entschieden habe, nicht so viel davon zu streamen, sondern einfach schnell fertig zu werden. Ich war trotzdem ein bis zweimal live zwischendurch, um auch den Leuten ein bisschen Update zu geben. Ja. Ich finde aber eigentlich, dass ich so einen guten Mittelweg gefunden habe. Ja. Genau. Und dann, ja, bin ich in Netherstorm Level 70 geworden. War dann auch Kara ready. Das war dann auch das Problem am Ende. Jetzt haben wir hier übrigens bei der Welt schon ein Primal Air und zwei Mode of Air, immerhin, nach 20 Minuten. Also muss hier auch wirklich dranbleiben und das hätte ich jetzt eigentlich looten können. War vor ihm da, ne? Weißt du Bescheid? Egal. Genau, das Problem war halt am Ende, dass man dann halt so manche Dinge wieder nicht ja, so bedacht hat in dem Sinne. Zum Beispiel für die Karapre braucht man ja, wir gehen mal wieder hinten hin, man muss in AK rein. Und damit man aber AK reinkommt, braucht man den AK-Key. Und das hatten wir nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, wir mussten dann auch noch Botanica machen und Mechana einmal machen. In Netherstorm noch eine Questreihe machen. Für den AK-Key, dann Botanica rein, Mechana rein, danach AK rein. Danach dann nochmal BM rein. Und dann hatte man endlich den Kara-Key am Start. Und... ja, im Nachhinein hätte man das alles auch sicherlich ein bisschen ruhiger machen können, entspannter machen können, indem man jetzt gesagt hätte, okay, in der ersten Woche Karazhan muss nicht unbedingt sein, vor allem, weil wir ja eigentlich auch keine Hardcore-Gilde sind, weil es uns auch noch nicht so lange gibt. Wir sind noch nicht so perfekt eingespielt irgendwie und gab es auch in Classic noch nicht. Wir hatten keinen T3-Gear, ne? Also wenn wir irgendwie da jetzt komplett mit T3-Gear in die Level und Dungeon und Raid-Phase gegangen wären, garantiere ich euch, wäre das ein komplett anderes Level gewesen. Also man hat dann richtig krank gemerkt,
wie doll die Leute von dem T3-Gear profitiert haben. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, ne? Wenn sie sich das in Classic erfarmt haben. Ihr müsst euch vorstellen, bei uns in der Gilde waren sehr viele Leute, die komplett neu angefangen haben mit Burning Crusade oder schon einen Schamanen gelevelt haben, dementsprechend eben auch kein Gear hatten und. Eben relativ viele Schamanen in der Gilde, was ja eigentlich eine gute Sache ist, aber die hatten halt eben alle kein gutes Gear. Ja. Und das hat man auf jeden Fall. Ich auch nicht. Ich habe auch geslackt. Ich habe ja auch in Classic gar nicht mehr geradet, wirklich. Weil ich den Raid-Content irgendwie mit der World Buff Meta so überhaupt nicht geil fand. Und das hat man schon gemerkt. Wenn ich bei anderen Leuten reingeschaut habe auf Twitch. In den Mosen oder so, ne? Wie der da mit seinem Thunder Fury T3 Rang 14 Gear durchgeballert ist durch die Inis, so das, das war schon ein Unterschied. Das haben wir auf jeden Fall auch gemerkt. Also, wir wären, glaube ich, deutlich schneller durch den Dungeon Grind durchgekommen. Mit besserem Gear. Ja, das ist so der Stand der Dinge eigentlich. Unsere Gilde ist trotzdem echt mega, mega gut aufgestellt momentan. Viel besser, als wir erwartet hätten am Anfang. Und, vielleicht gerade mal, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Bisschen, ne? Mega viele 70er hier schon. Ihr seht alle 70. Es ist krank, wie viele Leute hier durchgezogen haben. Und Hut ab echt an der Stelle an die Leute, die das Video vielleicht hier auch sehen. Also echt cool. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so gut performen letztendlich. Also absolut nicht. Nicht, weil ich das jetzt nicht von den Leuten erwartet hätte, sondern einfach, weil ich dachte, ja, dass wir einfach so ein bisschen chilliger machen und gar nicht so fett reinhauen. Aber die Leute hatten Bock. Ja, und das ist das, was ich am Anfang meinte. Die Leute hatten einfach übertrieben Bock auf die Erweiterung, habe ich das Gefühl. Und das hat man auf jeden Fall auch an der Levelgeschwindigkeit gemerkt. So. Was haben wir? Eine Primal Air. 4 Mode of Air. Und eine Essence of Air. Nach 25 Minuten. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wir porten es natürlich am Ende. Das würden wir dann auch in jeder Folge machen zum Aha. Und gucken mal, wie viel wir für die Primal Air momentan bekommen. Also wie viel Gold wir gefarmt haben. Wir haben natürlich hier auch noch ein bisschen graue Sachen gefarmt, aber die sind in dem Fall nicht wirklich was wert. Reingold habe ich jetzt nicht geachtet, das ist aber. Also Reingold macht man eigentlich bei dem Farm hier eher weniger. Ich glaube, die droppen auch gar keinen Silber. Ich glaube, nur Humanoide droppen Silber, oder? Aber weiß ich gerade gar nicht. Ja, Leute. Oh, herrlich. Also das ist jetzt auch quasi so der Plan für die nächsten Wochen. Dass wir uns immer eine neue Farm-Location anschauen. Da gibt es ja echt viele, viele, viele coole Locations im Burning Crusade, wo man farmen kann. Und für mich ist auch immer wichtig, und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man einfach beim Farmen auch ein cooles Gefühl hat. Ja, dass man sich eine coole Location aussucht, wo man farmt. Das fand ich auch in Classic immer so nervig an dieser ganzen Maraudon-Meta irgendwie, dass jeder Honk in dieser Inni war irgendwie. Und gar nicht mehr so in der Open World irgendwie. Und das finde ich in Burning Crusade auch von Vorteil. Man muss natürlich mal gucken, welche crazy Boost-Methode da jetzt wieder kommen wird, wo dann alle wieder ihr Gold machen. Aber finde ich generell gut, dass wir hier sehr viele Outdoor-Farm-Methoden haben momentan. Und ich hoffe, das bleibt noch sehr lange so. Da werde ich auch in den kommenden Folgen drauf achten, dass wir ausgefallene Locations auch mal haben, wo wir Gold farmen können. Die vielleicht auch nicht jeder kennt. Ja. Schreibt mir gerne auch zum Beispiel in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt,
wo ich nochmal farmen gehen könnte, dass ich mir das mal eine halbe Stunde anschaue. Und vielleicht entdecken wir hier noch den einen oder anderen Secret Spot, so eine Art. Jetzt zum Beispiel auch sicherlich mal ein Video machen, wo wir einfach eine halbe Stunde Mining machen in einem Gebiet und sich alle Gebiete mal anschaut. Ich will irgendwie so ein bisschen von diesem stumpfen Guide-Content wegkommen und mich mehr auf Goldfarm konzentrieren, auf PvP und eben auch einfach auf Podcast-Folgen, wo ich einfach auch entspannt mit euch über aktuelle Themen reden kann. Natürlich überwiegend was WoW angeht, aber auch Gaming allgemein interessiert mich sehr. Da würde ich einfach mehr machen, sehr gerne. Und das müssen wir mal schauen, wie wir das alles so unter einen Hut bekommen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch welche stehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, auf dem Berg hier nicht. Das ist völlig krass mit dem Flugmord, ne? Also, Leute, da habe ich mir halt aber auch wirklich den Arsch für abgefarmt. Diese 5000 Gold vor Burning Crusade schon hatte, ne? Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist. Ich hätte in Classic auch gerne andere Dinge gemacht am Ende noch, ne? Aber ich musste halt einfach mein gottverdammtes Gold farmen. Ich wollte oder nicht. Weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Dieses Flugmod nicht habe am Anfang, ne? Und es ist halt einfach ein unfassbarer Vorteil, ne? Es ist so göttlich, einfach hier langfliegen zu können. In dieser Geschwindigkeit. Das ist krank. So, letzte Minute haben wir, Leute. Die Frage der Fragen. Werden wir noch zwei Primal Air bekommen? Sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Wir machen auch wirklich Punkt. Und Punkt. Ah, oh, mal den von dir pullen. Ja. Punkt halb Ende. Ein PvP-Kampf wäre noch gut, oder? Wollen wir noch einen angreifen? Oh, aber der Shadow war echt gut vorhin. Na komm schon, mach Go, Druide, komm schon, mach Go. Und leider auch kein Primal, kein Mode of Air in dem Mob drin gewesen. Damit sind wir bei 30 Minuten, Leute. Und wir wollen das Video natürlich, obwohl wir hier auch ein bisschen entspannt schnacken, das Video trotzdem knackig halten, deswegen ich porte direkt. Wir gehen direkt zum AHA, gucken, wie viel wir hier eingenommen haben und beenden dann das heutige Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Format gefällt. Wie gesagt, Feedback gerne in die Kommentare. Zur Länge, wenn wir lieber eine Stunde farmen. Ich finde, eine Stunde ist zu lange. Ostradamus zum Beispiel, von dem habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen zu dem Video. farmt immer eine Stunde. Ich finde eine Stunde ein bisschen lang für ein YouTube-Video, für so ein Format. Ich finde eine halbe Stunde eigentlich perfekt, ehrlich gesagt. So Musiklautstärke. Ob ich noch mehr zu den Spots sagen soll oder noch mehr so über meinen eigenen Shit, den ich so mache. Aber ich glaube, das werde ich auch ein bisschen nach eigenem Gefühl halten. Aber gerne Feedback auch in die Kommentare. Das ist immer mega, wenn man da dann auch eure Kommentare durchlesen kann. Ihr wisst Bescheid, ich lese mir immer jeden Kommentar durch. Ja, es gibt in Burning Crusade in Shadrath leider kein Aha. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht weiß ja jemand den Grund von euch. Aber man muss leider immer dann noch in die alte Welt gehen. Das ist so verrückt, ne? Hier ist einfach keine Sau mehr gerade, ne? Weil die alle in Shadrath rumeiern. Ich finde auch, Patchwork fühlt sich gar nicht mehr wie Patchwork an, sondern wie eine komplett neue Welt. Also das ist wirklich verrückt. So, wir gehen mal rein, Leute. Wir gehen rein. Primal Air. Und wir rechnen direkt mal. So, ich mache mal einen Taschenrechner auf hier. Oder wollen wir den hier wieder so schön... Komm, wir machen den wieder hier schön. So, in den Screen rein, würde ich sagen. Machen wir mal hier so. Pass auf. Fensteraufnahme. Wir mal Rechner. So. Calculator. Haben wir ihn.
Können wir hier direkt gucken, wie viel Gold wir quasi gemacht haben. So, wir haben quasi, ja, mit dem Primal Air haben wir quasi Stand aktuell 32 Gold. Wie gesagt, ich bin sehr davon überzeugt, dass das nach oben gehen wird. In den nächsten Wochen 32 Gold. Dann haben wir 6 Mode of Air. Die sind für 3 Gold drin. Einer momentan. 4 Gold. Ja. Also 4 Gold 80. Machen wir mal 3 Gold 80. Machen wir mal so, ich würde sagen 3 Gold 50 im Schnitt. Das heißt, ich merke mir 32, 3,5 mal 6, so Mathe Genie hier, plus 32 sind wir bei 53 Gold. Und dann Essence of Air, ist die was wert gerade? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, ja. Sagen wir nochmal 5 Gold ungefähr im Schnitt. Ja, wir gehen immer vom Minimum aus natürlich. Plus 5, so sind wir bei 58. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Rheingold gefarmt. 2,3. 3,5. 6. Ja, 6 Gold ungefähr nochmal an grauen Gegenständen. Also plus 6 nochmal. Sind wir bei 64 Gold, Leute. Ja, das war der Goldfarm für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben 64 Gold in einer halben Stunde gefarmt. Aktuell, jetzt ist ja wichtig, ich verkaufe das ja nicht. Ja, ich verkaufe das ja nicht. Ich verkaufe das ja erst, wenn das auf 60 Gold ist oder mehr. Ne? Das ist halt das Wichtige an der Geschichte. Ne? Das heißt, um es aktuell zu verkaufen, ist es wahrscheinlich nicht so clever. Ja? Wenn ich das jetzt verdoppel, sind wir bei 130 Gold aktuell. In der Stunde. 130 Gold in der Stunde mit dem Spot bei Primal Air. Wenn wir das quasi jetzt davon ausgehen, dass sich der Preis dafür verdoppeln wird ungefähr, wären das quasi jetzt so eine Art virtuelle 260 Gold, die wir in einer Stunde farmen würden, wenn wir das wie gesagt erst in einem Monat oder so verkaufen. Ja. Von daher, Leute, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Spaß in Burning Crusade. Glaubt mir, das Spiel ist unglaublich, es macht mir mega Bock. Schreibt mir gerne eure Kommentare. Und das Video, wir sehen uns im nächsten Goldfarm-Video. Bis dann, euer Defiler. Ciao, ciao.